Deutschland steht bereits unter Druck, verlor gegen Japan, Spanien ist super drauf, 7-0 schlugen sie Costa Rica und wenn man es realistisch betrachtet, muss Deutschland heute eigentlich gewinnen, um es noch selber in der Hand zu haben. Ansonsten ja, müsste man rechnen am dritten Spieltag, aber möchte man das eigentlich nicht. Deutschland zeigte gute Ansätze, aber es war dann doch enttäuschend und die Defensive sehr anfällig gegen offensiv starke Spanier. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen. Deutschland brauchte ein wenig, über 10 Minuten schon gespielt, dann mal in dieser Umschaltsituation. Spanien eigentlich schon wieder gut formiert in der Defensive, aber Leroy Sané trifft dennoch in der 13. Minute mit dem ersten Schuss zum ersten Tor. 0-1. Spanien hatte eben doch eigentlich schon wieder eine gute Formation. Trotzdem zu viel Platz für Leroy Sané, der dann ansatzlos drauf schießt und in den Knick trifft. Es war keine spektakuläre erste Hälfte. Es war viel mit Abtasten, Abwarten. Spanien schaffte es noch nicht, die Offensivpower zu entfachen. Deutschland mit einer Freistoßmöglichkeit in der 37. Minute, aus der Joshua Kimmich aber viel zu wenig macht, zieht den doch deutlich und weit am Tor vorbei. Trotzdem konnte man zufrieden sein, aus deutscher Sicht 0-1 stand es zur Pause, man hatte bislang vieles richtig gemacht und stand vor allem in der Abwehr auch stabil und ließ nichts anbrennen. Aber Spanien wurde besser in Durchgang 2. Xavi wird nicht angegriffen, zumindest mal der erste Abschluss für Neuer ist das, aber kein Problem, 50. Minute, doch man musste wieder etwas wacher werden. Und vor allem auch Entlastung nach vorne bringen. Musiala, Müller und Unai Simon mit der Parade. Spitzer Winkel, vielleicht Sané in der Mitte besser postiert, aber in der Hektik der Situation hat Müller diese Möglichkeit übersehen. Der Abschluss war aber in Ordnung. Deutschland führte weiterhin 1-0. Noch etwas über 20 Minuten zu spielen. Musiala aus der Distanz hätte vielleicht sogar noch einen Schritt gehen können. Es kommt trotzdem ein starker Abschluss bei raus, den Unai Simon aber zum Eckball abwehren kann. Aber Spanien erhöhte noch einmal den Druck. Sie könnten ja mit einem Punkt deutlich besser leben. Das ist Xavi, der aber an Neuer scheitert. Das war eine richtig gute Chance, 79. Minute. Da zeigte Deutschland dann mal eine Schwächephase in der Abwehr. Das hätte durchaus der Ausgleich sein können. Deutschland blieb aber auch vorne dran, ohne die Defensive komplett zu vernachlässigen. 84. Minute, Thomas Müller mit dem 0-2. Deutschland war an diesem Abend einfach die effizientere Mannschaft und machte ihre Möglichkeiten rein. Spanien verpasste eben das und ging damit mit 2 Toren in Rückstand. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Deutschland rückte noch einmal weit auf. Warum, weiß keiner. Und es wurde postwendend bestraft. Pedri mit dem 1-2 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Bei dieser WM mit 8, 9, 10 Minuten Nachspielzeit eigentlich immer vieles möglich. Aber hier gab es nicht mehr viel drauf. Pedri zwar noch eben mit dem Anschlusstreffer, der kam aber zu spät. Es blieb beim 1-2. Deutschland schlägt Spanien. Das nicht unverdient, war einfach kühler vorm Tor und sichert so die Chancen auf das Weiterkommen.